Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich. Okay. Bahnradsprint. Kraftvoll und rasant. Christina Vogel und Miriam Welte, 24 und 28 Jahre alt, aus Erfurt und Kaiserslautern. Teamsprint Olympiasiegerinnen in London 2012 und mehrfache Weltmeisterinnen. Einzeln und vor allem gemeinsam erfolgreich bei bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Frankfurt oder in Brandenburg, direkt an der polnischen Grenze. Hier leben knapp 60.000 Einwohner. Die Stadt bietet Ruhe, Abgeschiedenheit und optimale Trainingsbedingungen. Hier treffen wir Miriam Welte und Christina Vogel Anfang Februar während der WM-Vorbereitung. Ich denke, ich nehme Latte Macchiato und den Erdbeerkuchen. Okay, und bei Ihnen? Eine Tasse Kaffee bitte und den Streusel, also den Käsestreusel. Okay, mach ich ihn fertig. Danke. Das harte Sportlerleben versüßen sich Christina und Miriam, die gerade von einer Erkältung geschwächt wird, mit schwarzen Heißgetränken und buntem Kuchen. Ein Erlebnis hat die zwei sehr geprägt. Die Olympischen Spiele in London 2012. Es ist der 2. August, das Finale im Teamsprint gegen China. Wie groß war die Aufregung in dem Moment? Oh, na mega, hallo, du schießt den Olympischen Goldfinale. Ja. Ne? Ich kann gar nicht mehr sagen, was ich gedacht habe, aber ich war mega also, nervös. Wenn du da nicht ein bisschen Puls hast, dann weiß ich nicht, wann du sonst hast in der sportlichen Karriere. Zunächst ist es der Silberrang. Doch dann erfahren sie im Gespräch mit einer BBC-Journalistin, dass die Chinesinnen einen Wechselfehler gemacht haben. Und auf dem Monitor springt dann das Ergebnis. Und dann hat sie zu mir gesagt, ey, guck mal, ihr steht vorne, ihr habt Gold. Und dann habe ich zu Christina gesagt, ey, du musst auf den Bildschirm gucken, komm mal schnell. Ja. Und da haben wir es quasi erfahren dann und konnten es irgendwie beide nicht so richtig glauben. Also es war dann so, hä, irgendwas ist hier verrückt, das funktioniert gar nicht. Ja. Ein bisschen Glück gehört dazu, aber auch harte Vorbereitung. Ich habe mein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, mal bei Olympia dabei zu sein. Und am Ende komme ich heim mit einer Goldmedaille. Das war schon alles total verrückt irgendwie. Siehst du, wie sie tränt gleich? Wie sie ein bisschen heult, wenn sie daran denkt? Jeder Leistungssportler, der das tatsächlich wirklich ernsthaft betreibt und nicht in einem Hobbyverein, das ist das größte Ziel, was du hast in der Karriere. Und dabei mussten sie in den Stunden vor dem Wettkampf besondere, sozusagen olympische Hindernisse nehmen. Erstmal habe ich die Nacht nicht bei uns im Zimmer geschlafen, sondern im Aufenthaltsraum, weil wir gegenüber von der Basketballhalle unser Zimmer hatten und es mega laut war. Meine Matratze von unserem Zimmer runtergeräumt in das Aufenthaltszimmer, in den Hinterhof rein, dass ich Ruhe hatte. Nach dem Teamsprint ist für Miriam die Wettkampfzeit vorbei. Sie kann die Spiele und die Stadt genießen. Christina hingegen, damals gerade 21 Jahre alt, hat noch weitere Starts. Ich hatte dann eine Goldmedaille und wollte halt eben für mich selber nochmal beweisen, dass ich keine Alltagsfliege bin, dass es nicht die einzige Medaille ist, dass ich tatsächlich jetzt in der Weltspitze angekommen bin, dass ich da auch hingehöre, dass ich da hin möchte. Und ich bin vielleicht da auch ein bisschen gescheitert dran, weil du bist einfach zu jung. Also das ist so viel Druck. Ich kann das mit dem Druck nicht ganz so bestätigen, zumindest für mich nicht, weil ich immer das Gefühl hatte von meinem Heimtrainer, der sagt, es sind deine ersten Spiele, fahr hin, du kannst es und zeig allen, was du drauf hast. Und sie haben gezeigt, was sie können. Ein unglaublicher Erfolg bei ihren ersten Olympischen Spielen. Der Olympiastützpunkt Brandenburg. Die Oberlandhalle in Frankfurt wurde als Trainingsbahn für die Olympischen Spiele 1988 gebaut. Seit Oktober 2014 hat die Holzbahn das internationale Maß von 250 Metern. Trotz geringer Konkurrenz im eigenen Lager sind Christina und Miriam extrem erfolgreich, hochmotiviert und immer gewillt, alles aus sich herauszuholen, weiß auch der Bundestrainer. Ansonsten ist es halt so, dass die Mädels, ich sag mal, irgendwann am Erfolg geschnuppert haben und diese einfach nicht mehr loslassen wollen. Also sie sind unheimlich ehrgeizig. Sie haben gemerkt, was sie bewegen können, wenn sie gemeinsam arbeiten, wenn sie sich auf die Ziele, die sie hier haben, auch gemeinsam vorbereiten. Wir wissen, wo wir waren. Wir wissen, wie hart es war, hinzukommen und wir wollen da wieder hin. Darum zählt da einfach jeder einer am Ende. Zwei völlig unterschiedliche junge Frauen, die sich gut ergänzen. Christina, das quirlige 1,60 Meter Kraftpaket.
und Miriam, die besonnene, ästhetische Anfahrerin. Der Bahnradsport verlangt eine Menge Schnellkraft. Die hohen Gänge müssen in Schwung gebracht werden. So sind ein stabiler Rumpf und vor allem starke Beine unerlässlich. Christina, welche Bedeutung hat Maximalkrafttraining oder Krafttraining in eurem Sport? Es ist sehr, sehr wichtig. Wir sind ja eine Maximalkraft-Kurzzeitsportart eigentlich. Wir sind ein bisschen wirr, weil wir eigentlich Radsportler sind, aber wir bewegen ja auch unheimliche Gänge und sind ja auch unheimlich explosiv. Und da ist das Krafttraining und das, vor allem die Kniebeuge, auch das beste Mittel, um das zu trainieren. An diesem Tag drückt Christina zum ersten Mal kaum fassbare 156 Kilo, mehr als zwei volle Waschmaschinen, aus der Kniebeuge hoch. Das beeindruckt auch die männlichen Kollegen. Ich sage immer spaßeshalber, ich würde gerne mal mit ihr in ein öffentliches Kraftstudio gehen und die ganzen Kerle da sehen wollen, wie denen die Gesichter einschlafen, wenn die sehen, wie Christina da über 150 Kilo bewegt. Für mich selber ist es natürlich schon normal. Wir machen ja selber als Kurzzeitsportler auch sehr, sehr viel Gewicht oder Krafttraining in dem Sinne. Trotzdem ist es natürlich immer wieder ein Highlight, das zu sehen. Als Grundlage muss auch Kraftausdauer trainiert werden. Doch das ist nicht so das Ding der 200-Meter-Weltrekordhalterin. Ich bin eher so der reine Maximalkraft-Liebhaber. Und das macht Spaß, vor allem auch, da man den inneren Schweinehund immer wirklich bekämpfen muss. Und hat man mal Tage, da geht es ein bisschen schwerer, wo man die Spannung so ein bisschen fehlt, um sich dann zu überwinden und auch immer zu probieren, das Maximum aus seinem Körper rauszuholen. Das macht dann doch Spaß. Hartes, aber abwechslungsreiches Training für ein Gefühl wie beim Achterbahnfahren. Am nächsten Tag absolviert Miriam ihre reduzierte Krafteinheit, während Christina auf die Bahn geht. Also mir macht es schon Spaß, aber ich bin Radsportlerin geworden und mir macht natürlich das Fahrradfahren viel mehr Spaß als Krafttraining, aber es gehört dazu, es ist wichtig und ja, ich versuche mich auch im Kraftraum weiterzuentwickeln und weiterzukommen, um dann eben die Kraft, die ich habe, auf dem Fahrrad umzusetzen. Im erkälteten Zustand fällt das Training noch ein wenig schwer. Kraftwerte wie Christina bringt Miriam grundsätzlich nicht auf. Trotzdem ergänzen sie sich einfach ideal. Natürlich hat sie mehr Kraft, die macht im Kraftraum ungefähr 30 Kilo mehr in der Maximalbelastung als ich. Und das merkt man dann natürlich auch auf der Bahn, dass sie, was die längeren Strecken angeht, einfach mehr Stehvermögen hat als ich. Und ich bin diejenige auf der Bahn, die ein bisschen schneller und explosiver anfahren kann. Deswegen fahre ich im Teamsprint auf der 1 und sie ist im Teamsprint dann, die das Tempo weiterfährt und uns ins Ziel bringt. Christina und Miriam gehen auch in diversen Einzeldisziplinen auf die Bahn. Besonders erfolgreich sind sie aber im Teamsprint. Ein spannender Wettbewerb, auch für die Zuschauer. Zu zweit fahren sie gegen ein anderes Duo. Also beim Start ist es so, normalerweise stehe ich ja in der Startmaschine, die jetzt leer ist, weil ich leider wegen der Erkältung nicht trainieren kann. Aber beim Start ist es eben wichtig, dass man hochkonzentriert ist, wenn der Countdown runterläuft, wenn die Maschine öffnet, wenn ein langer Piepton kommt, dass man dann losfährt. Und das ist ein Timing, das kann man trainieren und muss man auch trainieren. Jetzt ist es wichtig, die ersten Dritte richtig aktiv zu arbeiten, zu ziehen und zu drücken. Mit dem ersten Tritt explodieren. Die Anfahrerin bringt die beiden auf den ersten 250 Metern auf Geschwindigkeit. Ich stelle mir immer vor, dass ich Christina abhängen will. Also, dass ich im Kopf habe, hängen sie ab. Und sie muss halt trinken, ich muss dranbleiben irgendwie. Und das macht es für mich ein bisschen leichter, richtig Vollgas zu fahren, weil du ja immer versuchst, deine Gegner abzuhängen. Dann der häufig kritischste Moment des Rennens, der Wechsel. Wenn ich hier bin, dann ab hier kann ich jetzt hochlenken und Christina darf reinfahren. Das heißt, mein Hinterrad muss komplett drüber sein. Und ab dem Moment, wo es drüber ist, kann sie jetzt reinstecken und ich lenke hoch. In der zweiten Runde gilt weiterhin Vollgas. Das erreichte Tempo halten oder beschleunigen und möglichst vor der Gegnerin die Ziellinie überqueren. 70 Kilometer pro Stunde, der Kurvendruck, die Fliehkräfte. Hierfür muss das Rad spezielle Eigenschaften haben. Das ist erstmal am Lenker, sieht man, da ist nichts dran. Wir haben dementsprechend also keine Gangschaltung und keine Bremsen. Bremsen tun wir, indem wir im Prinzip ein bisschen die Kraft nach hinten verlagern. Man sieht es, wenn ich jetzt nach hinten drücke, würde das Fahrrad nach hinten rutschen. Und dann haben wir, weil wir Sprinter sind, das ist im Ausdauerbereich auf der Bahn ein bisschen anders,
Wir haben Riemchen an den Pedalen. Hier sieht man das ganz gut. Und die Riemchen dienen einfach dazu, dass wir fest fixiert in den Pedalen sind, damit wir eben am Start oder wenn wir hohe, große Beschleunigung haben auf dem Fahrrad, dass wir nicht aus den Pedalen rausrutschen. Beim Training ist es so, dass wir eben immer die Gänge wechseln müssen. Je nachdem, was wir machen, bauen wir dann um. Das Kettenblatt können wir wechseln und hier hinten das Ritzel, um dann entsprechend fürs Training die richtigen Gänge drauf zu haben. Wenn wir jetzt Weltcup-Vorbereitung oder WM-Vorbereitung haben, ist ein Mechaniker mit dabei, dem geben wir dann die Gänge ins Fahrrad und der baut für uns um. Zum Gewicht. Das Fahrrad darf oder muss mindestens 6,8 Kilo wiegen, das ist vorgegeben vom Weltverband. Und die FES-Räder, wie wir sie fahren beim Wettkampf, wiegen genau 6,8 Kilo. Ich fahre das Rad sehr, sehr gerne, es macht mir unglaublich viel Spaß und ich sage immer, das ist wie mein zweites Sofa. Ich fühle mich einfach wohl drauf. Seit dem Winter 2008 sind sie ein Team. Zwischenmenschlich und auf der Bahn passt es. Doch dann ein großer Rückschlag im Mai 2009. Bei einer Trainingsfahrt auf der Straße nimmt ein Kleinbus mit Zivilpolizisten Christina die Vorfahrt. Sie kracht in das Fahrzeug. Operationen, künstliches Koma, Brüche, Quetschungen, herausgeschlagene Zähne. Doch das waren nur die körperlichen Qualen. Wichtigster Ankerpunkt in dieser Zeit, ihre Familie. Die waren tatsächlich jeden Tag da. Also, es war nicht an so weinen, ey. Und Dreck, ey. die sind jeden Tag gefahren, jeden Tag hin, jeden Tag zurück. Mein Freund war auch jeden Tag da und das ist einfach enorm viel, dass du egal weißt, die sind bedingungslos für dich da. Zeitweise war nicht klar, ob sie überleben wird. Aber Christina kämpft sich zurück in den Leistungssport. Dennoch bleiben viele Fragen. Wer sagt mir, ich wäre nicht besser gewesen jetzt schon? Wer sagt mir, dass ich wäre schlechter gewesen, dass die Rehe und das ganze frische Neue mal aus dem Trott mal rauf sagten, dass es gut gewesen ist? Also das ist so eine Frage, die ich auch stellst und auch dieses... Warum ich? Also warum in dem Moment? Ich war einfach eine Sekunde später, Sekunde früher und es wäre nicht passiert. Also warum war ich genau an dem Ort zu der Zeit? Warum? Das ist schwierig und vor allem, ich bin ja auch, nicht entstellt, aber es sind auch Namen, die ich, oder Sachen, die ich halt mit mir auch mein ganzes Leben herumtrage. Also ich habe mit 21, mit 19 habe ich meine dritten gehabt. Ich habe mit 19 meine dritten Zähne gehabt. Wer kann denn sagen, dass ich nachts in das Zähne ins Glas legen muss mit 20? Nach dem Unfall folgt eine lange Zeit des Rechtsstreits. Christina Vogel gegen den Freistaat Thüringen, den Arbeitgeber des Polizisten. Es zermürbt sie fast, doch sie gibt nicht auf. Im vergangenen Jahr wird ihr letztendlich Schmerzensgeld zugesprochen. Ich bin froh, dass er jetzt wieder frisch vergnügt und gut gelaunt da ist und wir so viel Spaß haben zusammen. Und ja, klar, der Unfall gehört dazu, aber wir sprechen da gar nicht mehr drüber. Also bei uns ist es null Thema, weil ich denke auch, dass es ja belastend ist und warum, das ist abgeschlossen, das ist vorbei und da muss man nicht jeden Tag wieder fragen und drüber sprechen. Ja. Und gleich bei Vision Gold, wir besuchen die heilige Stätte Kaiserslauterns, den Betzenberg und begleiten Miriam Welte beim Einsatz- und Schießtraining. Außerdem gehen wir mit Christina Vogel auf Streife und probieren ihre Lieblingspasta in Erfurt. Jetzt geht es weiter mit Vision Gold, präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Miriam Welte und Christina Vogel, Bahnrad-Olympiasiegerinnen 2012. Wir haben mit ihnen diesen Moment Revue passieren lassen, sie bei der WM-Vorbereitung in Frankfurt-Oder begleitet, beeindruckendes Krafttraining gesehen und uns die Finessen des Teamsprint genauer angeschaut. Der Betzenberg in Kaiserslautern, das Fritz-Walter-Stadion. Ein Ort mit Fußballhistorie. Und seit einem Jahr gehört die Bahnradsprinterin Miriam Welte dem ersten FCK an. Es ist einfach beeindruckend, wenn man hier reinkommt und die riesen Zuschauerränge sieht. Wir fahren in Hallen, da passen maximal 8000 Zuschauer rein und hier gehen einfach mal knapp 50.000 ins Stadion. Das ist schon beeindruckend und die Stimmung dann, wenn Spiele sind, die ist so genial. Ich glaube, wenn ich da auf dem Rasen stehen würde, ich hätte Gänsehaut.
Miriam ist heimatverbunden und ein echter roter Teufel. Sie versucht, bei allen Heimspielen dabei zu sein. Ihr Athletiktraining absolviert sie regelmäßig in den Räumlichkeiten des FCK. Alles für Großereignisse, wie die vergangene WM in Paris im Februar. Ich habe auf jeden Fall mit einer Medaille geliebäugelt, beziehungsweise zwei Titel zu verteidigen gehabt, über 500 Meter und im Teamsprint. Und mein Ziel war es, in beiden Disziplinen wieder auf dem Podest zu stehen. Leider hat es im Teamsprint dann nicht ganz so geklappt. War die Enttäuschung da groß? Ja, auf jeden Fall. Also es war so, dass Christina und ich uns viel vorgenommen hatten und auch das Training im Vorfeld gut lief. Aber es wurde nur der vierte Platz im Teamsprint. Trotzdem blickt die 28-Jährige positiv auf die WM zurück. Ich bin mit den 500 Metern super glücklich und zufrieden. Die Zeit war sehr gut für mich. Ich bin diesen Winter noch nicht so schnell gewesen und es waren einfach zwei schneller. Das muss man neidlos anerkennen. So ist es halt im Sport. Und ich bin froh, dass ich Bronze gewonnen habe und zufrieden damit, ja. Auch ihr Arbeitgeber, die Polizei Rheinland-Pfalz, ist stolz auf seine Leistungssportler. Ohne die Zukunftssicherung und die Privilegien wären diese Erfolge aber nur schwer möglich. Es ist einfach so, dass ich mich voll auf meinen Sport konzentrieren kann und trotzdem einen Beruf habe und weiß, wenn ich irgendwann mal aufhöre mit dem Sport, kann ich dann voll arbeiten gehen, habe einen Beruf, der mir sehr viel Spaß macht. Und ja, im Moment ist es halt so, dass die Polizei mir den Rücken frei hält, ich trainieren kann, so wie ich es brauche und wie es für den Sport eben erforderlich ist. Ich glaube, dass es bei mir oder bei uns im Bahnradsport anders gar nicht gehen würde, weil wir ungefähr 5 bis 6 Monate im Jahr unterwegs sind. 4,5 statt der üblichen 3 Jahre dauerte zunächst das Studium. Seit 2 Jahren gehört sie der 11. Hundertschaft der Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn bei Kaiserslautern an. 2, 3! Hier absolviert sie auch ihre Schulungseinheiten mit überdurchschnittlich guten Leistungen. Gerade in Vorbereitung auf Rio 2016 kann sie ihrem Arbeitgeber aber nur sehr selten zur Verfügung stehen. In Erfurt sorgt Christina Vogel mit ihrem Arbeitgeber für die Sicherheit. Bei der Bundespolizei, heute auf Streife im Bahnhof. Auch sie genießt die Spitzensportförderung, für die 24-Jährige lebensnotwendig. Ich bin in einer Sportart, die nicht so bezahlt wird wie jetzt die bekannten Sportarten wie Formel 1, Biathlon und Co. Das heißt, ich könnte mich gar nicht ernähren ohne die Polizei. Im Februar 2013 hat sie ihre Ausbildung abgeschlossen und absolviert nun immer wieder Hospitationen bei der Bundespolizei. Ein seltener Besuch. Wie häufig ist sie denn hier? Ja, das ist natürlich selten. Im Vordergrund ist natürlich ihre sportliche Laufbahn. Sie hat auch gesagt, wir sind im vorolympischen Winter. Das geht jetzt bald wieder los, die Vorbereitung auf Olympia. Und ich denke, im Jahr vielleicht 4 Wochen. Im Jahr 4 Wochen, genau. Ja, im Jahr 4 Wochen. Wenn ich hier arbeiten gehe, 4 Wochen, dann power ich auch durch. Also ich bin die Letzte, die da irgendwie springt, dass er müde ist oder so. Sondern ich bin immer die, die dann vorne wegrennt und nach Verbrechern jagt. Natürlich immer im Rahmen der Rechtmäßigkeit, ne? Aber es macht einfach Spaß. Und ich finde auch schön, dass ich mit den 4 Wochen in meinem Dienstheim was zurückgeben kann. Nach der Frühschicht gibt's erstmal eine Stärkung. Und hier ist mein Geheimtipp für super lecker Pasta. Gehen wir mal rein. Hallo! Na, Mike? Während Mike die frische Pasta zubereitet, können wir mit Christina über die WM sprechen. 3 Titel wollte sie verteidigen. Eine Goldmedaille, ihre 6. bei einer WM, ist es geworden. Das Feld ist unheimlich zusammengerückt. Also das war nicht nur eine Tagesformentscheidung, das war auch manchmal wirklich eine Millimeterentscheidung. Und es gibt da zum Beispiel auch einen Sprint, ich glaube, das Fotofinish der letzten Jahrzehnte eigentlich, mit einem Vorsprung von 0,001 Sekunden. Das ist ein Pixel, mit dem ich gewonnen habe im großen Finale. Und da merkt man einfach, wie krass es ist. Und man weiß, es sind noch knapp 400 Tage bis zu den Spielen. Und die Entwicklung, die ist unheimlich. Mit 24 ist sie schon ein kleiner Star in der Bahnradszene. Nach ihrem knappen Sieg im Sprint haben französische Medien sie La Reine genannt. Das ist doch schön, oder? Die Königin Christina die Erste. Das war ein super, das war so ein Zeitungsartikel, den hängt man sich irgendwie mal auf. Also das fand ich eine schöne Überschrift, ja. Die 200.000 Einwohnerstadt Erfurt ist seit 10 Jahren ihre Heimat. Bei so einer reiseintensiven Sportart tut es gut, eine Basis zu haben.
Wir sind extrem oft weg und der Sport ist so schnell und so flexibel, so extrem. Und da brauchst du einfach so eine Konstante im Leben. Und ich mag mal Erfurt einfach. Es ist halt meine Stadt. Darum habe ich hier auch ein Grundstück gekauft und will hier heimisch werden. Da zeigt sie uns auch, nicht ohne Stolz, ein paar der schönsten Ecken der Landeshauptstadt Thüringens. Wir haben ja jetzt eine super Aussicht von hier oben, ne? Und ich finde, das sind die paar Stufen wirklich wert, ne? Es ist so klein und schnuckelig und irgendwie trotzdem ausreichend groß. Du hast so viele verschiedene Facetten von Erfurt und ich mag es einfach. Ich habe mich ein bisschen verliebt so in Thüringen und in Erfurt. Die ersten Europaspiele aller Zeiten finden im Juni in Aserbaidschans Hauptstadt Baku statt. 16 olympische und 4 nicht-olympische Sportarten werden dort ausgetragen. Der DOSB wird bei der Premiere mit 280 Athletinnen und Athleten antreten. Zum ersten Mal finden kontinentale Spiele wie Afrika, Asien, Amerika, Sie kennen, in Europa statt. Und natürlich hoffen wir deswegen, dass sie zum Erfolg werden. Die Tischtennisstars Timo Boll und Dmitri Ovtcharov können sich dort sogar für Rio 2016 qualifizieren. Beim Thema Olympia 2024 in Deutschland kommt jeder Sportler ins Schwärmen. Ja, das wäre natürlich unglaublich, wenn ich persönlich auch mal schaffen könnte, bei den Olympischen Spielen in Deutschland teilzunehmen. Bin ich natürlich großer Befürworter und ja, ich hoffe sehr, dass da Deutschland eine gute Chance hat. Für Christina Vogel und Miriam Welte gibt es nur ein Ziel, die Olympischen Spiele in Rio. Ich denke wirklich viel dran und mein Ziel ist es, oder unser Ziel ist es natürlich im Teamsprint nochmal oben zu stehen. Und das ist ein hartes Stückchen Arbeit, deswegen ist es wirklich so, dass ich meinen Fokus schon komplett auf den Spielen habe, um perfekt vorbereitet zu sein auf Rio, um dann den Traum nochmal wahr werden zu lassen. An sich sind es noch anderthalb Jahre, an sich ist es noch mega weit. Aber ich weiß, ich glaube, ich wach übermorgen auf und dann stehen wir schon wieder im Finale. Oder hoffentlich im Finale, dann stehen wir wieder am Start. Und dann heißt es hoffentlich, Gold Medal goes to Germany. Ja. Es ist ein harter Weg dorthin. Aber nichts ist unmöglich. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich.